Instrumente zum Klingen bringen, den richtigen Ton finden. Michael Jaumann ist Fachmann auf diesem Gebiet. Also ich möchte was Handwerkliches machen und auch ein Ergebnis sehen, was ich also gemacht habe am ganzen Tag. Und das ist eben das Faszinierende an dem Beruf, wenn man eben, sag ich mal, aus einem Stück Holz am Schluss dann eine Geige hat. Derzeit arbeitet er an einem Auftrag aus der Schweiz. Die Geige ist fast fertig. Michael Jaumann muss noch die Stimmwirbel anspitzen. Sie müssen nämlich später genau in den sogenannten Wirbelkasten der Geige passen. In einem fertigen Instrument stecken bis zu 200 Stunden Arbeit und jede Menge Fingerspitzengefühl. Auch Geduld ist wichtig, weil das sind Arbeiten, die sehr langsam vorangehen. Und da kann man nicht schnell machen. Also da muss man wirklich auch dranbleiben können. Man sollte gut hören können, ist auch wichtig. Also weil man ja den Klang der Geige natürlich auch einstellen muss, oft bei Profi-Instrumenten. Man sollte vielleicht auch ein Streichinstrument selber spielen können. Man muss es nicht, aber es ist von Vorteil. Langeweile hat er bei seiner Arbeit selten. Jaumann baut Geigen, restauriert und repariert sie aber auch. Insgesamt hat er mehr als 3.500 Kunden, darunter viele Profimusiker. Der Austausch ist ihm wichtig, denn er macht selbst leidenschaftlich gerne Musik. Und der Mensch, der braucht das. Also Musik ist was ganz Wichtiges im Bestandteil von einer Kultur, einer Gesellschaft. Und ich denke, es werden heute schon Geigen stellenweise maschinell hergestellt, aber das Ganze ist doch noch so komplex, dass man eine Reparatur oder Restauration, die kann man nur per Hand machen. Vor 20 Jahren hat Michael Jaumann seine eigene Werkstatt aufgemacht. Auch in der Zukunft will er Klang und Handwerk miteinander verbinden.